Herzlich willkommen. Heute stelle ich euch das Philips Hue System vor. Als erstes habe ich mir eine Philips Hue Glühbirne gekauft mit der E27 Fassung. Das ist die normale Standardfassung. Und dazu braucht man dann noch diese Hue Bridge. Die braucht man, sonst funktioniert das nicht. Jetzt schauen wir uns erstmal die Hue Bridge an. Die Hue Bridge funktioniert über Wireless, also über WLAN. Man verbindet sie mit dem Handy oder anderen elektronischen Geräten. Diese verbindet sich dann wieder mit bis zu 20 Lampen. Dann die Glühbirne hat 806 Lumen und 10 Watt. Das ist recht okay. Fangen wir mal an mit dem Auspacken. Machen wir erstmal das. Als erstes sieht man Anleitungen und ein LAN-Kabel. Das ist gut. Da muss man sich kein neues kaufen, sondern hat gleich eins dabei. Das ist Nummer 1. Dann hat man noch einen Stromstecker anscheinend. Stromstecker, der ist wahrscheinlich auch wichtig. So, und jetzt kommt das Wichtigste. Ups. So, sonst ist im Karton nichts mehr. Und das hier, das ist die Hue Bridge. Die braucht man, sonst funktioniert das alles nicht. Die sieht jetzt recht schlicht aus. Man hat hier drei LEDs oben und einen Knopf. Den kann man drücken. Hier hinten stehen 1000 verschiedene Sachen drauf, die keiner weiß und keiner wissen muss. Hier hat man einmal den LAN-Anschluss für dieses Kabel und einmal den Stromanschluss für dieses Kabel. So, das war jetzt in der ersten Packung drin. Und jetzt kommen wir zur zweiten, zur Glühbirne. Wenn ihr euch wundert, warum das schon offen ist, ich habe da bei beiden schon mal reingeschaut und wollte wissen, wie das so verpackt ist. Deswegen ist es offen, aber habe es noch nicht richtig angeschaut. So, dann haben wir hier die Glühbirne, die ist sehr schön in einen Karton verpackt. Die ist recht schwer. Karton weg. Philips Hue White and Color. Also diese Glühbirne kann bis zu 16 Millionen Farben machen und kann bis zu Kaltweiß, von Kaltweiß bis zu Warmweiß machen. Ja, aber hat ein ordentliches Gewicht, also die ist nicht leicht. Legen wir mal beiseite. Was ist denn noch drin? Oh, Anleitung und Karton. Da, jetzt geht's zum Teil 2 der Einrichtung. Als erstes steckt man die Hue Bridge am Strom und am LAN an. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und hier, dass man das schön sieht, habe ich jetzt eine einfache Lampenfassung genommen und habe die Glühbirne schon mal reingedreht. Wenn man jetzt das anschaltet, hat man eine normale Glühbirne, da kann man jetzt nichts verändern. Auch wenn man da irgendwie rumdrückt nicht, da passiert nichts. Man kann sie auch einfach aus- und anschalten. So, dann, wenn du das gemacht hast, nimmst du dein elektronisches Gerät und lädst dir die App runter. Sie heißt einfach Philips Hue, das findet man ganz leicht. Wenn du drauf gehst, wird dir angezeigt Suchen und dann drückst du auf Suchen, dann wird diese Bridge gesucht. Die findet man aber nur, wenn sie wirklich am Strom und am Internet angeschlossen ist. Wenn sie gefunden wurde, kann man auf die Einstellungen gehen. Dann kann man so Sachen einstellen wie, da muss man erstmal die Lampen suchen, da muss man die Zeitzone einstellen. Und dann, wenn man das alles gemacht hat, kann man den Lampen Namen geben. Und man kann die Lampen in verschiedene Räume unterteilen. Also ich habe jetzt den Raum Kinderzimmer gemacht. Wenn man da drauf geht, hat man eine Lampe, die heißt Schreibtisch. Und diese kann ich auch über das Handy aus- und einschalten. Dann gibt es hier noch Szenen. Da kann man Sonnenuntergang zum Beispiel oder irgendwelche Tropenstimmungen. Du kannst auch verschieden hell machen, die Sachen. Und du hast halt das Farbspektrum von über, was waren es, 16 Millionen Farben. So, das war's jetzt. Zudem, ich hoffe, euch hat's gefallen und ciao.